Guten Morgen aus Warendorf, mitten vom Marktplatz. Von hier aus starten wir unsere heutige Tour, immer an der Ems entlang bis nach Telgte. Weiter geht es durch die Emsauen zum Dortmund-Ems-Kanal, den wir bei Gimte überqueren, und durch die Bockholter Berge bis nach Greven fahren. Schon wieder Berge, nämlich die Ventrupper Berge, führen uns nach Hembergen, unserem heutigen Tagesziel. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Warndorf an. Wow! Die St. Laurentius-Kirche aus dem Jahr 1404. Komm mal ran, guck dir mal das Eingangsportal an. Mal gucken, ob es offen ist. Nein! Tja, heute nicht. Dann schauen wir mal, was Warendorf sonst noch zu bieten hat. Ich hab's gefunden, das historische Brauhaus Warentarpark, dessen rechter Teil von 1635 ist und der linke Teil von 1838. Ich hätte es gar nicht ablesen brauchen, denn da vorne steht es auch dran. Diese Bank mit den Pferdeköpfen passt perfekt hier rein, denn Warendorf ist ja auch bekannt als Pferdestadt. Ganz hier in der Nähe befindet sich das nordrhein-westfälische Landesgestüt mit dem großen Paradeplatz, wo jedes Jahr im Spätsommer die große Hengstparade stattfindet und die Bundeschampionate. Das ist der Schweinemarkt von Warendorf. Hier wurden früher Schweine gehandelt und Wurstwaren verkauft. Jetzt befinden wir uns in der Pumperie. Das hier sind die Gardemähen, kleine Mietshäuschen, wo früher die Bediensteten gewohnt haben. Sieht das nicht toll aus? Ist doch irre, oder? Wo Bank? Da Pause. Kommst du? Wir kommen jetzt zum ehemaligen Franziskanerkloster aus dem 17. Jahrhundert, wo heute das Westpreußische Landesmuseum drin ist. Wir befinden uns am Bentheimer Turm, der letzte verbliebene von 5 Stadttürmen der Befestigungsanlage in Warendorf. Er stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist auch Teil des alten jüdischen Friedhofes, auch Judenwall genannt. Das ist der Heumarkt von Warendorf und wie der Name schon sagt, hier wurde früher Heu umgeschlagen. Und gleich da vorne, da ist der guten Montagsbrunnen. Warum heißt der so? Früher um 1500 waren die Arbeitsbedingungen für die Handwerkergesellen so schlecht, dass man in ganz Europa die Zeit des freien Sonntags auf den Montag mit ausgeweitet hat. Ja, und das sind die Folgen. Hier auf dem Krickmarkt wurden früher in Warendorf die Pferde gehandelt. Es könnte also der wichtigste Markt von Warendorf sein. Das ist die Marienkirche in Warendorf,
Die wurde 1911 wieder neu aufgebaut und daneben sieht man den Glockenturm von 1200. Jetzt Frühstück. Oh, so kann es doch bleiben, ne? So kann es bleiben. Wäre das nicht schön, wenn wir den ganzen Absolut. Tag jetzt so viel Sonne hätten. Total. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Es soll gleich noch mal ordentlich anfangen zu regnen. Schauen wir mal, ne? Ich glaube ja, wenn Engel reisen, bleibt auch das Wetter gut. So, und wenn es schlecht wird, bist du wahrscheinlich gar kein Engel. Radweg verteilt gibt es solche Infostelen. Und da gibt es immer irgendeine besondere Information zum Durchfahrtsgebiet auf dem Ems-Radweg. Es war anders angesagt, wir haben voll Gegenwind. Mann! Na, wenn dafür der Regen wegbleibt, nehmen wir es auch, wa? Und ihr beide seid jetzt voll mit drauf. Oh. Bei nächster Möglichkeit rechts. Jetzt rechts auf Radfernweg. Guckt mal, wie schön der Emswiesenpark, kurz vor Tägte. Das ist der Tägter Grabhügel. Eine Rekonstruktion eines Grabhügels aus der Bronzezeit. Und was man da vorgesehen hat, das waren 40 Holzblöcke,
die zum Grabhügel hinführen. Man vermutet, dass das vielleicht seinen Ursprung in so einer heidnischen Prozession hatte oder sowas, aber sicher ist man sich da nicht. Aber sieht spannend aus, ne? Jetzt sind wir im Emsauenpark. 17 Hektar groß. Oh, und jetzt muss ich gucken, wo es lang geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ist das hier. Mal geht's hier lang, mal geht's da lang. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Nein, eigentlich ist es gut ausgeschildert, aber nicht an jeder Kreuzung befindet sich was. Und heute spinnt mein Navi irgendwie so ein bisschen. Oh, wie schön! Vom Emsauenpark geht es jetzt in den Dümmertpark. Das ist der Stadtpark von Telgte, der von zwei Emsarmen eingefasst ist. Und da gibt es viele schöne Sachen zu sehen. Wie zum Beispiel die Mühle am Emstor. Was ist das? Das ist, ich kann es nicht lesen, aber ich denke, ein Auslegestein. Ach! Mal wieder. Mal wieder! Schön, wie auf dem Weser-Harz-Heide-Radfernweg, ne? Cool! Nehmen wir mit, legen wir neu aus. Gefreut haben wir uns, gepostet haben wir es jetzt. Ja! Begegnen wir wieder den Alltagsmenschen von Christel Lechner. Es gab eine mehrmonatige Ausstellung hier mit vielen Alltagsmenschen, die über ganz Telgte verteilt waren. Dann zogen die jedoch weiter, aber die Bürger von Telgte fanden das so toll, dass sie gesagt haben, wenigstens einen wollen wir behalten. Und nach einer Abstimmung entschieden sie sich für Paul, den Schwimmer. Und der befindet sich heute noch hier in der Ems, an der Emsmühle und an der Propsteikirche. Dieser schöne achteckige Barockbau mit dem grünen Kupferdach hinter mir, das ist die Wallfahrtskapelle aus Telgte. Jährlich pilgern ca. 100.000 Menschen zum Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes. Sonne-Wolken-Mix verlassen wir Telgte. Was ist denn los?
voll die Sturmböen hier. Das ist echt spannend heute. Das wechselt immer zwischen Sonne und Regen und Gegenwind und Rückenwind und dann Sturmböen von der Seite. Da wird einem heute alles geboten. Absolut. Markus, sag doch, zieh dir die Regensachen an. Nee, das ist gleich vorbei. Ja, von wegen, jetzt richtet sich das richtig ein. Und was passiert? Ziehe ich mir gerade die Regenjacke an, da hat mir doch glatt ein Vogel drauf. Aber ich habe gehört, das bringt Glück. Und guck mal, da hinten sieht es doch auch schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ich höre nichts. Wo bangt? Da, Pause! Emsradweg, Bank Nummer 40 am Josefsee. Du bist unsere. Das dann im Sommer aus, wenn wir mit Gepäck über die Alpen fahren. Eieieiei. Mit Rückenwind geht's. Wir hatten ja schon so einige Highlights auf dieser Tour, aber jetzt kommt ein riesen Mega-Highlight. Es geht zum Dortmund-Ems-Kanal bei Greven. Ich bin gespannt. Es ist ja mittlerweile die dritte Überführung, die sie da bauen. Und wir werden über die alte Fahrt fahren. Sich das vorstellen, dass hier früher wirklich mal Wasser drin war und Schiffe durchgefahren sind? Hier in dem Trog. Wahnsinn. Ist das nicht ein Highlight? Der Dortmund-Ems-Kanal bei Greven. Wir stehen hier gerade über der sogenannten neuen Fahrt. Das ist die neue Kanalüberführung vom Dortmund-Ems-Kanal über die Ems. Daneben sieht man die alte Fahrt. Die ist aber irgendwann zu klein geworden, sodass 1939 angefangen wurde, die neue Fahrt zu bauen. Die dann aber auch irgendwann zu klein wurde. So dass man ab 2015 begonnen hat, wieder eine neue Kanalüberführung zu bauen. Die soll ungefähr 2026 fertig werden.
Wir sehen uns dann wieder und gucken uns das an. Ich glaube, wir fahren genau in die falsche Richtung. Die Tour liegt hinter dir in 350 Metern. Ja, ist das so? Laut meinem Navi ist das so. Toll, ne? Da hat sich das Verfahren doch gelohnt. Also das geografische Verfahren, nicht das gerichtliche. Gerade die Bundtrupper Heide und jetzt geht's durch die Bockholter Berge. Stand eben was von Kanustation. Da könnte man vielleicht mal gucken. Bei Kanustation kann man auch mal ganz gut runterkommen, also wenn es Wasserwanderrastplätze sind. Mal gucken. Das etwas ausgetrocknete Ding da hinten ist die Ems. Und hier auf dem Emsdeich sind ganz viele Skulpturen angebracht. Das nennt sich Kunst am Emsdeich. Ich nehme das natürlich mit dem Ausgetrockneten etwas sofort zurück, denn ich habe gerade gelesen, dass hier die Ems renaturiert wird. Ein weiteres großes Renaturierungsgebiet der Ems. Sehr kommen. Wir leben. Jetzt wird es ein bisschen skurril, denn jetzt geht es über den Friedhof. Was sagst du, ist doch viel frei? Hallo? Toll! Das Naturschutzgebiet Wentrupper Berge, aber sehr sandig! Eieiei! Oh, wow, wow, wow! Wenn das stimmt, was ich bei Komoot gelesen habe, dann müssten gleich noch Bänke kommen mit einem Trinkwasserspender und sogar ein Kaffeeautomat mitten auf der Strecke. Und da können wir dann mal anhalten und gucken, wo wir heute Nacht übernachten werden. Das wissen wir nämlich noch gar nicht. Woohoo!
Trinkwasserspender von den Stadtwerken Greven. Toll. Dann wollen wir das mal probieren. Kann man trinken. Das war der Trinkwasserspender für mich. Und jetzt gleich kommt der Trinkwasserspender für Markus. Mich? Hast du 1,50? Ja, leider haben wir nicht das passende Kleingeld mit. Schade. Wir machen trotzdem eine ganz kurze Pause, denn ich muss jetzt mal wirklich gucken, wo wir heute übernachten. Ganz hier in der Nähe ist der Flughafen Münster-Osnabrück. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen geguckt. Es gibt noch 2 Campingplätze, auf denen wir übernachten können, und zwar in der Nähe von Hembergen. Da fahren wir jetzt hin, durch die Pentrupper Marsch. Da befindet sich der Sachsenhof, eine Rekonstruktion einer mittelalterlichen sächsischen Hofanlage. So, jetzt aber schnell zum Campingplatz. Oder vielleicht doch ins Hotel? Na? Na? Wie ist das Wetter heute Abend? Dann kann ich ja sagen. Also ich habe gesehen, dass ein großes Regenband kommt. Die Frage ist, ob es vorbeizieht oder nicht. Scheiße, die Versuchung ist groß. Unser Campingplatz ist ungefähr 5 Minuten von hier. Aber es soll regnen heute Nacht. Und was spricht noch gegen Campingplatz? Der Wind mit dem großen Zelt. Wir machen das so. Wenn die jetzt spontan noch ein günstiges Zimmer frei haben, dann bleiben wir hier. Und das Andex Klosterbrau, das spricht auch dagegen. Wir versuchen es. So, das ist der Chef. Der Chef bringt uns jetzt zu unserem Zimmer. Der hat garantiert noch ein Zimmer. Hallo Chef. Hallo. Ja! Sehr schön, ne? Finde ich auch. Irgendwie, ich habe gerade auf den Wetterbericht geguckt. Die ganze Nacht durch Regen. Und Frühstück habe ich auch mitbestellt. Kriegen wir morgen früh auch um 8 Uhr ist Frühstück. Und die Räder können wir auch vernünftig abstellen. Toll, ne? Super. Tschakka. Das Essen sieht ja lecker aus, was ihr da habt. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ja, schön, dass das irgendwie klappen würde morgen. Ihr seid jetzt in Hembergen oder wo seid ihr? Wir sind jetzt gerade in, ja, Hembergen heißt das hier, ne? Genau. Altes Gasthaus Lammfers. Okay, gut. Dann stehe ich um 9 Uhr da vor der Tür, okay? Alles klar. Bis dahin. Jo. Schönen Abend. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Da freut er sich. Cool. Ja, wir haben morgen... Wir haben morgen Begleitung. Das war gerade der Detlef, der hatte unseren Livestream gesehen und uns danach angeschrieben. Er ist Fotograf und wollte gerne in diesem Jahr über verschiedene Abenteurer, Influencer, YouTuber, Radreisende und Radliebende ein kleines Porträt machen. Erstmal nur für sich selber, vielleicht entwickelt sich da ein bisschen mehr raus. Und morgen sind wir dann dran. Morgen begleitet er uns ein bisschen. Ihr habt es ja gerade mitgekriegt. Wir wissen selber noch nicht so genau, was das wird. Aber es wird ein spannender Tag. Absolut. Also einschalten. Der nächste Teil wird spannend. Gute Nacht.
Mein Hintern ist nass. Ja. Wie schön. Das ist... Ach so, scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und die sehen wir da hinten. So. St. Clemens ist das. Oh, bist du noch am Film? Entschuldigung, ich kann nicht aus dem Bild springen. Wir hatten ja schon... Halt die Klappe. Oh, hier hat irgendeiner Bierflaschen reingepackt. Ah, shit. Was ist das? Abgedriftet. An, aus, an. Vielleicht treffen wir die sieben Zwerge. Bei den Buchholterbergen. Das ist natürlich möglich.